So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir haben jetzt einen ziemlichen breiten Weg vor uns. Ich habe geschaut, ob ich eine Schnellreise hinmachen kann. Leider nicht. Nein, nein, nein. Aber ich habe mir einen Wegpunkt gesetzt. Und zwar gibt es da vorne noch irgendwo ein Dorf. Da gibt es auch noch Quests. Ich hoffe, die ich auch annehmen kann. Da sind wir jetzt mal auf dem Weg dorthin. Ich hoffe, dass er dorthin jetzt reitet. Okay. Oder auch nicht. Ich glaube, die ist... Moment, wir steigen da ganz kurz ab. Schwimmen können wir ja eh. Ich glaube nämlich, dass das da drinnen ist. Wie er durchs Wasser wartet. Cool, cool, cool. Wow, so viel Wasser, gell, Geralt? So, wie komme ich denn da rein jetzt? Da gibt es sicherlich irgendwo eine Brücke oder sowas. Rüberspringen. Oh ja, kann ich sogar. Cool, cool, cool. Kann ich da auch rüberspringen? Öffnen, okay. Da kann ich einfach reingehen. Das ist auch cool. Neue Quest, blutiger Baron. Nein, die wollte ich ja gar nicht, aber ist ja wurscht. Ich will ja eigentlich jetzt nur mal zu diesem Wegpunkt da kommen. Halt! Hey! Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst erst kürzlich hier. Du wolltest doch brav deinen eigenen Weg gehen. Ich habe mich verlaufen, leb wohl. Na, wir nehmen das Erste. Dann machen wir halt die Quest. War eigentlich auch egal. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor! Ja, öffnet das Tor nur für mich! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger! Verstanden? Was denkst du nur? Na dann komm mal mit, gell? Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Da ist die Questannahme. Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben. Uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Na komm, geh weiter. Ich wollte eigentlich nur die Quest da drinnen annehmen, aber dass das jetzt der blutige Baron die Quest, die Hauptquest ist, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich wildes Herz machen, aber ja, was soll's. Dann geht's halt jetzt weiter mit der Hauptquest. Ich hoffe, es ist kein Problem für euch. Quest aktualisiert, Wahnsinn. Bin gespannt. Was ich jetzt da hier alles machen muss. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Hallo. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Bin nicht zum Reden gekommen, es ist einfach nur Geplapper. Das ist beides eigentlich ziemlich gut, aber ich glaube, ich würde mich für das Erste entscheiden. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos.
Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Na dann, geh mal rein. Du blutiger Baron, du. Bin gespannt, was ich jetzt da machen muss. Beim blutigen Baron. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Sehr gerne. Jo, warum nicht? Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Sehr brav, Geralt, auf X. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ein toller Ort. Kommt zum Punkt. Das ist, glaube ich, das Beste. Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Du drohst mir? Was soll das heißen? Drohst du mir? Oh, du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Nein, ich drohe dir nicht. Ich sag's frei heraus. Ich weiß, wen du suchst. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Ciri. Ah, das blendet. Das weiße Licht. Und es lädt und lädt. Und es lädt noch immer. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Okay, jetzt muss ich sie spielen. Okay, ich kann keine Zeichen wirken und habe keinen Zugriff auf Inventar. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Okay. Folge dem Flussbett und suche nach Hilfe. Okay. Dann machen wir das mal. Das ist ein Flussbett. Sie braucht Hilfe. Boom, die ist schnell. Aber sie macht kein Damage. Viel zu wenig. Aber es geht. Das Gute ist, dass sie gestunt werden. Da oben steht wer? Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon.
Und du? Ja, ich auch. Nein, ich verirre mich nie. Bleiben wir bei der Wahrheit. Ja, aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das ist gar nichts. Was machst du denn hier? Wo wohnst du? Das ist alles beides sicherlich wichtig. Nehmen wir das. Erzähl mir doch, wo du wohnst. In Lindenthal. Da wird man deine Wunden versorgen. Gute Idee, ich bring dich zurück. Wie kamst du hierher? Okay, gut. Zurückbringen müssen wir so und so sicher. Machen wir das hier. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Okay, das können wir hinterfragen. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Okay, nur weil eine Milchkrug zerbricht. Es gibt weitaus Schlimmeres, meine Damen und Herren, ja, sage ich nur kurz. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Nochmal das? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja, naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Okay, Quest aktualisiert. Der Wolfskönig. Soll ich ihn jetzt folgen, oder? Ja. Wölfe! Na, dann geht's ab. Schnell, versteck dich. Schade, dass ich keine Zeichen habe mit dir. Komm, 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 komm. Sehr gut. Haue, haue, gib ihm, gib ihm. Nein, 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 nein. Kann sie irgendwas? Alter, ich bin gleich im Arsch. Alter, was geht denn ab? Jetzt habe ich Kreis gedrückt, eigentlich zum Ausweichen, und auf einmal ist dieses, ja, Ding erschienen. Ja, R2 habe ich auch gedrückt währenddessen, aber sie hat wirklich keine Zeichen, also es ist auf jeden Fall nichts passiert. Verwundert mich ein bisschen. Das probieren wir natürlich gleich noch einmal. Ich glaube, ich müsste mehr ausweichen. Auf das muss ich mich ein bisschen hier einstellen in dem Spiel, dass ich mehr ausweiche. Na komm, lad. Diese Ladesequenzen gehen mir ziemlich kräftig wohin. Boah, das dauert ewig, das ist unglaublich. So, nochmal.
Ich habe wirklich keine Zeichen. So, nochmal. Schnell, versteck dich! Komm, töte den. Sehr gut. Sehr gut. Und sie regeneriert sich selber. Ist das nicht geil? Mann, hast du Mut. Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Ja. Komm. Das kann ich. Okay, alles gelootet. Wo bist du? Ah, da ist er. Ja, der Kleine ist viel zu langsam. Kannst du bitte vorgehen? Und auch ein bisschen schneller. Ich hätte hier gerne einen Patch. Ich gehe schneller als... Okay, gut. Cutscene. Schau mal! Da ist etwas! Na, das... Hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Das ist ziemlich brutal. Okay, na dann viel Spaß beim Anhören. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh, Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Nein. Ich will nicht gegen das kämpfen. Hm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Hm. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Boah, fassen wir zusammen. Nein, wir haben noch den Bauch noch offen. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Okay, fassen wir zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. So. Okay, okay, okay. Wir müssen hier Sachen looten. Da war noch was. Das war das Falsche. Warte, ich komm gleich. Warte mal gerade kurz. Gibt's da hinten noch was? Nein, scheint nicht so. Dann gehen wir weiter.
Da hinten ist wieder dieses Blaue, das brauchen wir. Hilfe! Versteck dich, rasch! Boah, das ist unglaublich. Nein, 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 ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Ja, gib ihm, Alter, sehr gut. Tot. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Die hast du aber muss es so in der gerichtet. Nähe eine Siedlung geben. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Ja, der Wolfskönig kann mich mal kreuzweise, wenn ich mein Öl zusammengestellt hätte. So, sammel Hunde. Bestie. Was? Okay, gut. Irgendetwas. Das sind die Weißen, okay. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Okay. So. Haben wir alles eingesammelt, sehr gut. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Na, dann folgen wir ihm wieder mal. Und sie hat es automatisch gemacht, das Öl auf das Schwert zu geben. Beim Geralt muss man das ja auswählen, was ich weiß. Ja, lauf einfach weiter. Kleiner, ich folge dir schon. Ich gehe schneller als du. Die Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Ich gehe jetzt einfach mal vor. Ich schätze mal, dass wir eh diesen Weg da entlang gehen müssen darunter. Das dauert mir zu lang, auf den Kleinen zu warten da. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Durch welche Höhle? Da vorne ist eine Höhle? Ah, da ist eine Höhle, okay. Okay. Das nehmen wir auch noch mit. Na komm, dann gehen wir mal durch die Höhle, komm. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Oh mein Gott. Na, dann gehen wir's an. Okay, der haltet überhaupt nichts aus. Nein, ich wollte noch looten vorher. Na, dem hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Wir müssen zum... dummer mal wieder hinterfragen. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann. Der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn.
Ja, bis auf dass ich eigentlich einmal gestorben bin, ist das eigentlich ziemlich gut verlaufen. Auch mit diesem Öl da. Also wir haben den Wolfskönig ziemlich fett Schaden gemacht, muss ich sagen. Wenn wir dieses Öl nicht gehabt hätten, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Und die Wölfe, also 5 oder 6 waren das ja, die ja gleichzeitig da auf mich losgegangen sind. Das war ja auch brutal. Na, da hat wer Hunger, hä? Huh? Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ist eh nett. So, jetzt blendet's wieder. Also mir hat die Quest jetzt schon sehr gut gefallen. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Ich weiß, was du willst. Sag mir. Es ist wichtig. Rede. Okay, Gretka, wo ist sie? Oh, das ist gut. Das hinterfragen wir auch. Das würde mich auch interessieren. Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Bleiben wir mal auf geschmeidig. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Wenn ich ablehne? Na, auf das wollen wir gar nicht eingehen. Warum sollte ich dir trauen? Jo. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Ja, zählt dein Wort? Na, natürlich abgemacht. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Jo, genau. Ja. Okay, ich brauche mehr Informationen. Hast du gesucht? Wie sehen sie aus? Na, das ist gut. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara, meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter. Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Okay.
Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Okay. Habt ihr Feinde? Das ist auch gut. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Ich hätte gesagt, in Ketten, ne? Ich brauche mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Okay, folge dem Baron. Öle, ja. Erfahrungspunkte 100, okay. Charaktereintrag hinzugefügt. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Okay, reden ganz kurz. Willst du dich nun umsehen oder nicht? Okay. Dann gehen wir uns umziehen. Umsehen meine ich, nicht umziehen, sondern umsehen. Das machen wir aber im nächsten Part. Nämlich, ich glaube, diese Quest wird jetzt ziemlich lange. Ich glaube, schon zu lange. Da hinten können wir auch rein, okay. Also da können wir rein und da können wir rein. Okay, dann werden wir uns zuerst... Okay, er wollte, dass wir da reingehen, das heißt, wir gehen da zuerst rein. Ich stelle mich mal da vor die Tür, damit wir wissen, wo es lang geht. Lassen die Kamera schön so, dass ihr das auch im nächsten Part so seht. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich fürs Zusehen. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.